Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es in der Liga weiter. Wir haben auch einige Transferangebote erhalten. Gucken wir mal rein, da wo könnten wir verkaufen für 26 Millionen. Wir werden aber sagen mal, mir fallen 30 Millionen für ihn. Das ist echt ein guter Preis. So, übernehmen und Anfangsgebot machen wir mal 36 Millionen. Das schicken wir so ab. Wayne, den verkaufen wir nicht. Sagen wir für 48 Millionen können sie ihn haben. Nico Schulz. Den brauchen wir noch. So. Die nächste Partie, habe ich gesehen, ist gegen Freiburg. Gucken wir uns mal die nächsten Partien an. Freiburg-Hoffenheim, Leverkusen, Union und dann das Champions League Achtelfinale, glaube ich. Gegen Benfica. Das ist unsere neue Aufstellung. Haaland und Reus in der Spitze. Guerreiro, Hummels, Zagadou und Dest. Wayne wird von der Mitte aus und soll es über den Flügel. Schulz haben wir hier noch. Akanji. Gucken wir mal, was passiert. Wir gehen in die Partie hinein. Wir gucken uns dann erstmal noch die Tabelle an. Wir sehen, Wolfsburg ist ein Rang über uns gerutscht. Sie haben aber ein Spiel mehr als wir. 37 Punkten. Das heißt, wir können auf Platz 3 kommen mit 38 Zählern. Freiburg hat 26 Punkte, ist auf Platz 7. Ja. Also sage ich mal so in der oberen Schicht. Und dann gehen wir direkt rein. Ihr könnt wie immer eure Prognosen unten in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie dieses Spiel ausgehen wird. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Spiel. Ja, Haaland, 21 Tore, Bundesliga Top-Jäger. Schon der Wahnsinn. Und let's go. Reus auf Wayne. Der ist sicher am Ball. Der 19-Jährige. Und ich sag's, und er hat schon den ersten Ballverlust. Bellingham. Wird's mit guten Auge auf Zolles, der mit der Flanke auf Haaland und Haaland.
gesehen, wäre das gefährliche Spiel gewesen. Nee, der Verteidiger hatte keine Chance. Kam nicht mit dem Kopf dran, aber hier dieses Fallrückzieher-Tor markierte seinen 22. Treffer in 18 Partien. Richtig krass. Was meint ihr dazu? War das das schönste Tor? Höhler. Oh, er ist frei durch. Passt auf. War Kobel? Nee, Kobel war nicht mehr dran am Ball. Zagadou. Die Flanke von Zolles war auch mega. So, Bellingham. Kommt in Straucheln, legt ab. Und Wayne, glaube ich, war das mit dem Versuchen, Herr Zolles.
Vergangenheit. Oh, Lord Latte. Das war die Latte. Achtung. Kontermöglichkeit von Freiburg. Und Hummels. Ganz abgeklärt. Mit seiner Erfahrung. Guerrero. Boah, Zolles wird wieder gelegt. Und der hatte schon gelb. Gelb-rot für Schmied. Freiburg jetzt in Unterzahl. Ja, zu hartes Einsteigen. So kann man nicht reingehen, wenn man schon gelb vorbelastet ist. Ah, Wayna verdattelt. Weißer Haupt. Dummes vorbei. Dest. Wirtz. Fehlpass. Da hat Haaland den falschen Laufweg eingeschlagen. Kriegt den Ball nicht. Burks kann nicht flanken. Und Hummels hat den Ball. Ja, das ist eine gute Situation. Für uns, dass Freiburg nur noch zu zehnt auf dem Platz ist. Und damit gehen wir in die Pause. Ja, Freiburg nicht schlecht, aber können wir wirklich was holen. Wir sehen Frankfurt gegen Augsburg unentschieden. Fürth gegen Bielefeld 1:0. Test Guerrero. Zweite Halbzeit. Und Reus mit dem 2:1. Schön. So, die Borussia mit einer stärkeren Phase. Schöner Pass auf Dest. Oh, Dest auf Reus und der. Leider der Winkel zu spitz. So, und jetzt aufpassen. Boah, Weitschuss. Aber Kobel hat den Ball. Eckball. Reiner hat den Ball. Eckstein, Eckstein. Zagadou. So, Reus. Ah, schlechter Ball auf Haaland. Da hätte man mehr draus machen müssen. Und ich sag's, und der nächste Ball wird da verdattelt. Was macht Haaland da? Aber ihr abseits, okay. Ja, aber. Okay. Was meint ihr? War das abseits? Jeder legt er sich erstmal hin.
müssen wir uns nochmal angucken. Das war oben mit der Bellingham. Haaland. Haaland war das. Ja, da kam der Keeper niemals dran. 3-1 Dortmund. Ja, das ist jetzt schon mal die komfortable Führung. In der Überzahl. Zahles. Oh. Da wäre beinahe das 4-1 gefallen. Und da probiert es noch einer mit einem Weitschuss. Und noch ein Weitschuss. Freiburger Keeper verteilt hier Geschenke. Nicht.
nächste Spiel ist dann gegen Hoffenheim.